Das Weltbild der Igel von Peter Kurzeck. Ein Hörstück von Theater am Tisch. Sprecher Markus Schäfer. Musik und Produktion Willi Hähne. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Schöffling & Co. Dritter Teil. Dann der Massa. Und schon auch der nächste Riesenkasten. Und gleich immer noch einer. Lauter Discount-Verbraucher-Supergroßmärkte. Alle mit eigenen Zufahrtsstraßen, beziehungsweise Straßen, die von der einen Zufahrtsstraße abgehen. Und dazu noch große Kundenparkplätze. Erst Baustellen, dann wieder eine Eröffnung. Und daneben wieder die nächste Baustelle. Und wie Tiere aus der Vorzeit, ganze Herden gewaltiger Baumaschinen, die ganze Zeit auf der Au. Ein paar Jahre lang unentwegt Baustellen. Und die Igel müssen ausweichen. Und ausweichen und sich dabei noch beeilen. Und wo sie hinkommen, kurz danach auch schon wieder die Baumaschinen. Als ob die Baumaschinen die Igel verspotten. Wie einmal in einem Märchen. Wie ging das denn zu? Weil in diesem Märchen zwei Igel so schlau und immer schon da sind. Das geht nicht gegen uns, sagen sich jetzt die Igel. Das sind so Menschenangelegenheiten, das gibt es. Und müssen wieder schnell weg und wissen schon nicht mehr die Richtung. Kann vorkommen, sagen sie. Muss man konziliant, warum nicht? Für uns, sagen sie, ist das eine Kleinigkeit. Und wenn wir behilflich sein können? Und bringen immer weiter Verständnis auf. Auch noch als die Maulwürfe mit den Menschen schon längst nichts mehr zu tun haben wollen. Muss man doch nicht gleich beleidigt, sagen die Igel. Es ist ja nicht bös gemeint. Sind Sachzwänge und beeilen sich weiter, schwitzen und haben Teerflecken an den Igelfüßen und Teerflecken am Bauch und manche von ihnen sogar Teerflecken an der Schnauze, müssen den Maschinen und Baustellen ausweichen. Schon immer schneller die eilige Zeit und matt und hektisch die Igel, erschöpft. Sogar an ruhigen Plätzen haben sie jetzt keine Ruhe mehr, müssen immer hin und her. Die ganze Nacht Herzklopfen und sagen, aber jetzt ist es schon wieder besser. Ganz abgemagert die Igel und von ihren Sorgen, Flöhen und Zecken bewohnt. Wenn Igel im Frühling so mager sind, das weiß man, das ist normal. Aber jetzt im August, schon Ende August, grün und golden die Auwälder und sind schon lange nicht mehr da. Und an einem nasskalten Abend im Herbst sehen wir, wie die Igel sich auf den Weg machen, dem Winter entgegen, in den Winter hinein, mussten vor ihrem Aufbruch lang im Kreis gehen, in der frühen Dunkelheit, jeder für sich. Warum nur? Vielleicht ein wichtiger alter Igel-Aberglauben, den sie, solange es ihnen besser ging, nicht gebraucht haben. Erst lang im Kreis die Igel. Und dann hinter den Parkplätzen und Baustellen auf die Lichter der Chaussee zu. Geduckt, müde, dicht an der Erde und stumm. Mit Sorgengesichtern. Graue Igel im Dunkeln. Kalt, ein Geniesel. Früh der Herbst dieses Jahr. Waren schon immer hier. Lang vor den Menschen schon. Sind immer Igel gewesen. Kennen sich aus. Wissen als oberhessische Igel in Oberhessen, dass ihnen hier niemand etwas tut. Sind bekannt mit den Menschen, sind eh und je mit ihnen verbündet. Kriegen abends Milch vor die Haustür gestellt oder ans Gartentürchen oder unters Scheunenvordach. Ein kleines Emailleschüsselchen, 100 Jahre alt. Ein Schälchen aus Ton oder Weißblech. Gelten als nützlich, weil sie Schädlinge fressen, sagte ich. Steht im Lexikon. Und das wissen die Igel auch. Über ihre Lebenserwartung und ob Igel überhaupt sterben, darüber steht nichts drin. Ein einbändiger Volksbrockhaus von 1955 mit zahlreichen Abbildungen und Schautafeln. Immer gern gesehen, die Igel. Sogar die Hunde, sagte ich, lassen die Igel in Frieden.
Jeder Hund mit ein bisschen Verstand geht Igeln, wo er kann, aus dem Weg. Disziplin, Selbstbeherrschung, weil er weiß, er soll sie in Frieden lassen, weil er sowieso nichts gegen sie auszurichten vermag, weil er sich, als er jung war, einmal an einem die Schnauze zerstochen hat. War das nur einmal? Ist er das selbst gewesen oder eine Hundegeschichte vom Hörensagen? Eine Geschichte, die ein anderer, dümmerer Hund vielleicht vor langer Zeit ganz woanders einmal selbst erlebt hat. Und weil es ihm als Dorfhund, als Bauernhund nachträglich jedes Mal peinlich ist, äußerst peinlich, dass er sich vor so einem Igel wieder hat hinreißen lassen, wider besseren Wissens. Damals im Sommer beim College am Teich, helle Nächte, die Igel als Gruppe im Gras. Und? Denken an Gänse? Müssen einmal Gänse gesehen haben. Ein früheres Leben? Sie oder ihre Vorgänger? Groß die Gänse, weiß wie Schnee und mit Flügeln wie Erzengel. Müssen erst lang an die Gänse denken, die Igel, und stellen sich dann vor, sie selbst schwimmen jetzt hier im Teich, aber tun es natürlich nicht. Und das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, sagte ich. War das nur dieser eine Sommer? Nur ein einziger Abend, noch Stunden nach Sonnenuntergang, ein hellgrüner Schweigehimmel. Und so süß roch das Gras beim Teich. Immer wenn die Igel zu zählen anfangen, verzählen sie sich und müssen nochmal von vorn. Zählen und zählen und finden kein Ende. Igel sind keine Zugvögel. Wenn abends im Sommer der Wind von der Lahn kommt, dann können die Igel in diesem Wind immer noch den anderen Sommer riechen. Den fernen Sommer, der so heiß war, dass er alles verbrannt hat. Und sie mussten den Fluss entlang auf die Hochwasserwiesen und bis zur Mündung und dann an den großen Fluss. Vielleicht vor Jahrhunderten schon. Aber wenn so ein Wind von der Lahn kommt, dann fällt es ihnen gleich wieder ein. Erinnern sich ganz genau. Es muss eine Chronik geben, wo das alles drin steht. Eine Chronik mit Goldrand. Aber jetzt, sagte ich, werden dauernd überfahren und liegen dann platt und tot auf der Fahrbahn. Erst noch tote Igel, besiegt, und dann nur noch Matschhaufen, ein dunkler Belag. Soll man sich so ihre müden Seelen vorstellen? Kannten sich mit den Fuhrwerken aus, mit Traktor, Pferden und Ochsengespann, auch mit den Autos noch, solange es nur nicht zu viele und die Autos auch nicht zu schnell. Und da haben die Fahrer auch noch aufgepasst. Aber jetzt? Dicht aneinander in langen Reihen die Autos und schnell, immer schneller und nicht zu zählen die Lichter. Und jetzt zischen die Reifen so auf der nassen Fahrbahn. Nach Gras, Wald und Abgasen riecht es. Nach Herbst und nach nasser Erde. Und wird in der Nacht noch weiter regnen. Der erste Herbstabend. Die Igel am Fahrbahnrand. Nur eine kleine Gruppe. Rücken nass vom Geniesel und der Bauch nass vom nassen Gras. Aber das macht ihnen nichts. Wollen über die Straße. Wissen genau, wie das geht. Aber jetzt geht es nicht. Lichter. Die Straße dröhnt. Und dicht vor ihren Augen der Lichtschein fliegt über die nasse Fahrbahn. Sie schnuppern. Sie reißen die Augen auf. Bremst keiner? Will die Straße nicht einen Augenblick anhalten? Voller Anspannung die Igel. Hecheln. Halten immer wieder die Luft an. Ununterbrochen die Autos und sie spüren den Fahrtwind. Bei jedem Auto ein Ruck. Sie stehen und begreifen es nicht. Angst nicht, aber Herzklopfen. Immer mehr Herzklopfen. Mit roten Augen die Igel und alles an ihnen entzündet.
und die Sorgen, Flöhe und Zecken fressen sie auf. 5 abgenutzte, schäbige Igel im Dunkeln am Straßenrand. Wie Maulwurfshaufen, nur kleiner. Betäubt von den Abgasen. Betäubt und längst süchtig danach. Stehen und warten. Müssen bei jedem Auto zucken. Müssen immer heftiger zucken. Und wissen nicht, wie lange sie schon stehen und warten. Und halten das Warten und halten ihre eigene Ungeduld dann nicht länger mehr aus. Also los. Geduckt losgerannt, alle 5. Und schon im nächsten Augenblick 2 von ihnen für immer platt. Überfahren. Tot. Wieder 2 Igel weniger. Waren zu 5. Haben sich letzte Nacht schon auf den Weg gemacht. Eine Unrast. Erdlöcher. Baustellen. Parkplätze. Heute tagsüber ein paar Stunden schwitzend und schnaufend bei einer Mauer geschlafen. Neben hohen Mülltonnen. Hinter einem Tapeten-Discount Center. Und über staubig aufgewacht. Und waren schon vorher so staubig. Manche schon den ganzen Sommer voller Teerflecken. Hunger und Durst. Und fressen bei den Mülltonnen ein fremdes Zeug ohne Namen. Und kriegen noch mehr Durst. Und müssen an das bittere schwarze Wasser oben am Waldrand denken. So ein Wasser gibt es nur einmal. Dann müht in der Dämmerung weiter. Auf die Chaussee zu, die man von weitem schon hört, die B3. Das war am Anfang des Abends. Und jetzt sind 2 tot. Einer hat es geschafft und duckt sich auf der anderen Seite vor einem Drahtzaun ins nasse Gras und muss immer weiter zittern. Und die anderen 2? Kopflos zurückgerannt. Wieder am Grabenrand jetzt und noch immer in Panik. Und warum überhaupt jetzt schon den ganzen Weg? So früh im Herbst, obwohl sie doch erst in 6 bis 8 Wochen für den Winterschlaf über die Straße müssen. Vielleicht nur zur Probe. Als Übung. Weil sie wissen, dass es immer schwieriger wird. Und wären, wenn sie es geschafft hätten, vielleicht den ganzen Herbst auf der Straße hin und her gerannt. Mitten im dichten Verkehr. Zwecks Gewöhnung. Um die ständige Lebensgefahr in jedem einzelnen Augenblick besser auszuhalten. Seit wann? Wann hat das angefangen? Anfang der 60er Jahre, sagte ich. Und vielleicht auch schon vorher, aber man merkt es ja meistens nicht gleich. Aber wenn man sich dann erinnert, fällt einem immer noch etwas ein, was noch früher war. Davor schon. Je länger man darüber nachdenkt, umso weiter verlegt man den Zeitpunkt zurück. Umso größer auch die Verluste. Nach der Seligkeit in den Auwäldern hat die gute Zeit für die Igel bis in unser Jahrhundert und sogar die ganzen 50er Jahre noch angehalten. Das war ihre Zeit mit den Menschen. Angesehen, die Igel, hatten ihren Platz auf der Welt und wussten auch, was zu tun ist. Ein Igelleben als Lebensaufgabe. Ställe und Misthaufen bei jedem Haus. Pferde nur die Großbauern und Fuhrleute. Aber Kühe, Schweine und Hühner hat jeder Bauer gehabt. Ziegen auch. Die Scheunen voll Korn. Dachboden, Keller und Speicher voll mit Vorräten und überall selbstvergessene Mäuse. Alle Gemüsegärten voll saumseliger, schmackhafter Schnecken. Die Igel wissen noch, wie die Kirmesmusik im Sommer über die Felder klang. Ohne Lautsprecher. Nur die Instrumente und der Sommerwind, der die Töne bringt. Und wenn abends vom Dorf her die Hunde bellen, das hört sich schon wieder an wie im Herbst. Die Starer, die seit der Kirschenzeit jetzt schon auf den Feldern waren, wieder ins Dorf zurück. Und hat nicht dort schon ein Käuzchen gerufen? Ruft jeden Abend. Als ob es stundenlang Flöte übt, aber mit nur einem einzigen Ton. Die Igel beim Gartentürchen. Eine ganze Familie Igel. Und hören die Kühe im Stall. Und hören Menschenstimmen durch den Abend. Menschenstimmen aus Haus und Hof. Und die Igel wissen, dass sie jetzt bald ein Schälchen mit Milch gebracht kriegen. Ihre Abendmilch, die ihnen zusteht. Im Sommer sowieso, aber auch jetzt im September, gibt es noch Abende, da steht die Zeit still. Stundenlang steht sie still.
Da ist der Himmel lang in den Abend hinein hellgrün wie ein Teich. So wie alle Lollarer Igel sich eh und je schon das Meer vorstellen. Süß riecht das Heu und der Sommer hat noch nicht einmal angefangen. Und gerade dann ist auch die Milch am besten. Süß und reichlich die Milch und wie lauter Sahne. Und die Mäuse nehmen sich zu der Zeit am allerwenigsten in Acht. Jahre, Jahrzehnte, noch einmal eine nahrhaft gute Zeit für die Igel. Ein langer Frieden. Das ist immer, denken die Igel. Das soll so. Das bleibt.